Herzlich willkommen, DCTP TV, der dritte Tag der Republika 2014. Mein Name ist Philipp Banse und wie an jedem Tag morgens ein kleiner Ausblick auf den Tag und ein kleiner Rückblick auf den Tag gestern. Andreas Gebhardt, Mitorganisator der Republika. Moin, moin. Schönen guten Morgen. Sag mal, kurzer Rückblick auf gestern. So das Highlight war diese Google-Veranstaltung, wo angeblich zwei Googler drei neue Produkte präsentiert haben. Hat sich dann rausgestellt, war so ein Medienaktivistenkollektiv Peng aus Berlin. Wie ist das so in deinen Augen verlaufen? Naja, ich glaube, es passt genau in das Thema Storytelling, was wir machen wollten. Also zu überlegen, was sind Geschichten, die Leute sensibilisieren für veränderte Privatsphärensituationen. Und hier wurde natürlich extrem überspitzt versucht zu zeigen, was können Produkte sein, die aus den schon vorhandenen Daten der Nutzer generiert werden können. Allesamt sich extrem komisch anfühlen und das war vielleicht dann auch das Problem, dass es vielleicht ein paar zu viele Produkte waren, die in ihrer Aktion neu angekündigt haben, dass es dann nicht mehr ganz glaubwürdig war. Zeigt halt eben, was theoretisch denkbar ist und was da für eine Bedrohung daraus entstehen kann. Und ich fand das inhaltlich sehr interessant, handwerklich, naja. Na gut, aber es war halt der Versuch, sozusagen so im Yes-Man-Style mal so zu tun, als sei man Google, genau. Und so ein bisschen die Öffentlichkeit an der Nase rumzuführen, so ein bisschen, genau. Sand ins Getriebe zu streuen, die Wahrnehmung nochmal zu testen, glaubt ihr alles. Ich fand auch in meinen Augen, war das sehr, sehr gut vorbereitet, aber hat dann nicht wirklich funktioniert. Die Leute haben relativ schnell gemerkt, glaube ich, dass es ein Fake war, auch wenn die Linke und die Piraten schon Pressemitteilungen rausgehauen haben, so, es geht ja gar nicht und die neuen Google-Produkte und so. Also die sind da so ein bisschen darauf abgefahren. Aber ich finde trotzdem, dass man als Medienaktivist da, wenn man sich das Video anguckt, eine ganze Menge lernen kann, was funktioniert und warum es nicht funktioniert hat. Ja, ich bin eh ein Freund von diesen Kommunikationsguerilla-Sachen. Also das kann sehr, sehr gut sein. Und wenn das hilft, sich da noch mehr ranzutasten an das Thema, finde ich das auf jeden Fall eine geglückte Aktion. Und es ist ja auch in der auf Zeit Online und so gab es ganz gute Artikel darüber, die das halt auch differenziert betrachtet haben. Von daher fand ich es eine Bereicherung. Wie sieht es denn mit euren Jute-Taschen aus? Sind die komplett weg schon? Oder? Ich gehe davon aus, ja. Also das ist ja immer so. 6.000 waren es, ne? 6.000 Taschen, genau. Ist halt normal eigentlich, dass man unbedingt halt so eine haben will und dass am letzten Tag dann auch keine mehr da ist. Und seid ihr so zufrieden mit dem bisherigen... Aber Jute ist das, glaube ich, gar nicht. So eine Baumwolle. Aber so. Na, bleiben wir korrekt, Baumwolle. Seid ihr denn so zufrieden mit dem bisherigen Verlauf? Ja, ist der Hammer. Also die Stimmung ist halt so, wie wir es uns gewünscht haben. Es hat nahezu alles komplett funktioniert. Also ich könnte jetzt gar nichts aufzählen, was jetzt auf der Republika selber irgendwie großartig schiefgegangen wäre. Von daher, ja, Hammer. Es findet wahnsinnig viel parallel statt, ja. Ne, auf, ich weiß gar nicht, wie viele Bühnen? Insgesamt in der Spitze 18 Orte. 18 Orte parallel. Gibt es da Überlegungen, das vielleicht so ein bisschen zu entzerren in Zukunft? Naja, wir haben ja jetzt viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben einerseits die Media Convention gehabt, die jetzt zwei Tage lang und auch aus ihrer Sicht reflektiert sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht hat mit einer Parallelsituation mit uns. Heute startet die DroidCon, größte Android-Entwicklerkonferenz und der Linux-Tag, ein Open-Source-Messe und Konferenz in den Räumen der Media Convention auch parallel. Wenn das auch gut läuft, dann haben wir gute Argumente in der Zukunft, im nächsten Jahr zu schauen, wie setzen wir das Puzzle vielleicht nochmal neu zusammen. Das war in 2014 halt schon alles sehr kurzfristig. Also jetzt gerade mit diesem zweiten Teil DroidCon Linux-Tag haben wir, glaube ich, die Gespräche erst im Januar oder Februar aufgenommen. Da sind wir natürlich in der Planung eigentlich schon fast fertig. Und also von daher, genau wie du sagst, im nächsten Jahr gucken wir mal, wie man das halt in auch der... Auch vielleicht ein, zwei Tage länger das, ja, macht. Ja, oder das ein bisschen anders noch verteilt, wie es halt passt. Und ja, es gibt, also es liefert alle Argumente und die Kollegen sind happy, zumindest was die Media Convention angeht. Bei DroidCon werden wir sehen. Was war denn die Media Convention? Media Convention war ein ehemaliger Kongress während der IFA zum Thema Medien, Medienpolitik und alles rund um Bewegtbild. Die haben das Interesse gezeigt, sich eben so zu verändern, dass sie näher an die digitale Welt ranrücken, um die Diskurse, die halt eben in, ich sag mal, aus dieser alten Perspektive, aus der alten Welt noch nicht beantwortet sind, noch nicht zu Ende geführt sind, zusammenkommen mit uns. Und das waren zwei große Bühnen, klassische Film, TV, öffentlich-rechtliche Fragestellungen und das jetzt angereichert eben mit unserem Support. Gibt es denn hier jetzt perspektivisch noch in der Station mehr Platz
auf den ihr euch noch ausdehnen könntet? Ein wenig, ja. Es wird gerade in einer Halle noch gebaut, die ist leider nicht fertig geworden. Deswegen hatten wir die von vornherein ausgeklammert. Gibt vorne im Eingangsbereich noch ein, zwei Sachen, wo man überlegen kann, dass man die noch dazu nimmt. Es gibt im drumherum mit ein, zwei auch alten Industriegebäuden noch Möglichkeiten. Also da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Was bringt denn der heutige Tag, der letzte? Naja, zunächst mal bringt mir den letzten Tag. Das ist halt die enorme Erkenntnis, weil ich meine, wir haben vor zwei Tagen hier gesessen, da ging es gerade los. Es ist für mich, als wäre ich gerade eben mal eine Mate trinken gegangen. Das ist halt immer die wahnsinnige Geschwindigkeit. Nein, also es ist heute weniger Programm, dadurch, dass wir eben mehr Flächen auch an DroidCon und Linux-Tag übergeben haben. Wir haben also die Situation, dass die Teilnehmer, ich glaube, aus 7 Strängen halt auswählen können. Heute wird es nochmal einen Schwerpunkt geben in Richtung Science. Das Open Science-Thema hatten wir ja auch in verschiedenen Stellen schon. Um 18 Uhr gibt es dann schon die Endveranstaltung. Was versteht ihr unter Open Science? Open Science ist ja der Ansatz, Wissenschaft neu zu denken. Einerseits aus der Perspektive auf die Wissenschaft, aber auch, wie man mit den Ergebnissen umgeht. Wie werden die halt in der Community verteilt? Da haben wir ja sehr interessante Diskurse, dass halt wissenschaftliches Arbeiten was anderes bedeutet als halt eine kommerzielle Auswertung. Und über Digitalisierung nivelliert sich halt dieser Unterschied. Und das ist ein hochspannendes Thema, wenn man halt diese Ansätze auch verfolgt, wie Open Source, wie Community und crowdgesourcete Geschichten. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, über die man erstmal so auf der Metaebene sprechen kann. Und dann sehr konkret, wie geht man mit den Themen um? Die Livestreams gibt es bei euch auf der Seite? Richtig. Aus Saal 1? Aus Saal 1. Und wir haben schon sehr, sehr viele Videos auch online gestellt. Das kann man durchaus mal erwähnen. Über Nacht stellen wir schon mal so 20, 30 Videos vom Vortag online, dass man reingucken kann, wenn man was verpasst hat oder gar nichts sehen konnte. Und Audio-Streams haben wir von jeder Bühne. Weil live gestreamt wird nur Saal 1? Ja. Und der Rest ist dann Audio, aber von allen? Richtig. Findet man auf re-publica.de. So ist es. Und das Programm findet man da auch. Kann man heute nochmal durch. Und die Videos findet man da auch. Gut. Andreas, ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Wir freuen uns auf den Tag. Wir sind hier im Livestream auf DCTP TV zu sehen, machen Interviews mit Teilnehmern wie die vergangenen Tage auch, stellen das zum Teil auf die Republika-Seite, zum Teil steht es, oder alles steht beim YouTube-Kanal von DCTP TV und auf dctp.tv. Mein Name ist Philipp Banse. Wir sehen, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, uns gleich später mit weiteren Interviews. Danke und bis dahin. Tschüss.